China hat die Evergrande-Krise und dadurch auch eine Krise im gesamten chinesischen Immobiliensektor. Die chinesischen Immobilienaktien, die sind stark gefallen. Das kann jetzt aber auch wieder eine Chance sein. Und darum gibt es heute jetzt hier ein Update zu dieser Krise und ich werde auch noch mal ein paar Einzelaktien vorstellen. Willkommen bei Zukunftsmärkte. In meinem letzten Video, da ging es um den Mangel bei vielen Gütern, den wir plötzlich haben. Einen Mangel habe ich weggelassen, weil der auch nichts Neues ist. Es ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, vor allem in den Großstädten, weil die ja sehr attraktiv sind, vermeintlich. Viele sagen, das ist auch ein Versagen der Politik, aber hier zum Beispiel bei uns in München, da ist es überhaupt nicht so. Da kann von Versagen keine Rede sein. Ganz im Gegenteil. Man kann hier definitiv sagen, die Politik arbeitet fraktionsübergreifend und in enger Abstimmung auch mit Behörden und Bauträgern wirklich jeden Tag extrem hart, um diese Stadt endlich unattraktiv zu machen. Hier zum Beispiel Neubauwohnungen bei mir in der näheren Umgebung. Bild hübsch. Sowas baut und genehmigt man ja nicht, damit man jetzt Wohnraum schafft für ein paar Leute, sondern wegen der Signalwirkung an alle Leute, um allen endlich klarzumachen, haut ab, es ist scheiße hier und es wird auch jeden Tag noch beschissener. Sie entschuldigen meine Wortwahl und trotzdem, auch diese Wohnungen sind garantiert weggegangen wie geschnitten Brot. Aber heute geht es um China und was China betrifft, da brauchen wir mit Bausünden gar nicht erst anfangen. China ist die fleischgewordene Bausünde. Auf der anderen Seite, wir haben in China eben auch einen jahrzehntelangen riesigen Bauboom gehabt. Und dieser Bauboom, der war eben auch ein ganz wichtiger Eckpfeiler vom chinesischen Wachstum und vom chinesischen Wirtschaftsboom. Mehr als die Hälfte aller chinesischen Milliardäre kommen da aus dem Immobiliensektor. Nur damit ist es jetzt erstmal vorbei. Da haben wir jetzt nämlich eine schwere Krise und die chinesischen Immobilienaktien, die sind in sich zusammengefallen. Und heute geht es darum, ist das vielleicht für Anleger sogar möglicherweise wieder eine Chance? Denn Krisen können ja Chancen sein für Anleger. Sie sind es natürlich nicht immer, aber sie können es sein. Der Grund für das alles oder der Auslöser, das ist die Krise bei China Evergrande, ein Immobiliengigant, der gerade zusammenbricht unter Schulden von über 300 Milliarden Dollar. Ich habe ausführlich darüber berichtet in meinem Video am 27. September und meine These war, dass aus der Evergrande-Krise jetzt keine große Finanzkrise entstehen wird in China. Das war damals ja die Befürchtung von vielen, dass das Ganze genauso schlimm werden könnte wie Lehman Brothers seinerzeit. Aber dass es auf der anderen Seite eine schwere Krise geben wird für den chinesischen Immobiliensektor und das entsprechend auch mit Folgen für das Gesamtwachstum in China und auch für die Rohstoffnachfrage aus China nach Stahl, Kupfer, Aluminium und so weiter. Und das scheint sich bis jetzt auch alles so zu bestätigen, wenn wir uns zum Beispiel die Zahlen der Banken anschauen. Bank of China zum Beispiel, Gewinn gesteigert im dritten Quartal nochmal einfach so um 13%. Die ICBC, Gewinn gesteigert um 11%, als wäre nichts gewesen. Muss jetzt noch nicht so viel heißen, weil die Krise hat ja erst wirklich so richtig im September begonnen. Aber auch von der Kursentwicklung her sieht man, dass der Finanzsektor jetzt offenbar doch nicht so die großen Probleme hat. Also hier haben wir eben die Bank of China, der Einjahreschart in Hongkong-Dollar. Natürlich Korrektur seit April, so wie der chinesische Markt insgesamt auch. Aber die letzten Monate dann doch relativ stabil und jetzt sogar wieder ein ganz leichter Drall nach oben. KGV von unter 4, Dividendenrendite von 8%, Herz, was willst du mehr? Und ganz im Gegensatz dazu die Immobilienaktien aber, die es zum Teil wirklich schwer erwischt hat jetzt, als wären sie morgen alle pleite. Dabei ist der Witz,
Noch nicht mal Evergrande selbst ist im Moment pleite. Die 148 Millionen Dollar Zinsen auf diese berühmte Dollaranleihe, die haben sie jetzt doch noch bezahlt. Und das ist jetzt schon die dritte Fälligkeit gewesen, die sie jetzt ganz knapp noch rechtzeitig bedient haben. Außerdem haben sie ihre Streaming-Tochter jetzt verkauft, Hang Ten Net, für 274 Millionen Dollar. Sie haben im dritten Quartal auch nochmal 57.000 Apartments fertiggestellt für ihre Kunden und übergeben, wobei es dann im Oktober nur noch 7.600 Wohnungen waren. Aber machen wir uns auch nichts vor, das wird ein Riesengeeier bei Evergrande und zweitens, das Schlimmste könnte da auch noch kommen. Weil die ganz großen Rückzahlungen, die stehen da erst an im April und Mai nächstes Jahr. Und bis dahin wissen wir nicht, ist Evergrande jetzt schon tot oder sind sie noch lebendig? Schrödingers Immobilienaktie und was das Ganze am besten trifft, ist wahrscheinlich, wenn man Evergrande jetzt sieht, als so eine Art riesigen Untoten, der immer noch durch die Gegend schwankt und Angst und Schrecken verbreitet. Und machen wir uns aber auch nichts vor, was den übrigen Immobiliensektor betrifft. Wir haben jetzt schon vier oder fünf weitere zusätzliche Immobilienentwickler, die auch schon Zahlungsschwierigkeiten haben. Allen voran die Kaiser Group aus Shenzhen, die ja jetzt auch nicht klein ist. Und ja, wegen dieser Angst am Markt, da hat der ganze Sektor jetzt auch Refinanzierungsprobleme und die Ratingagenturen, die stufen da die Unternehmen jetzt ab, fast schon im Stundentakt. Und dementsprechend haben wir eben auch nochmal heftige Kursabschläge immer wieder. Das ist der Hang Seng Mainland Properties Index. Das sind die in Hongkong gelisteten Aktien der chinesischen Immobilienentwickler, das Ganze auf 2 Jahre. Also es geht hier eben seit März deutlich runter. Damit war der Immobiliensektor auch einer der schwächsten Sektoren in China. Und er notiert jetzt ja auch nochmal deutlich unter dem Niveau, das wir gehabt haben beim großen Corona-Schock im Februar 2020. Und ich weiß, vielleicht sieht das alles noch gar nicht so dramatisch aus, aber der Sektor ist ja schon vor 2 Jahren am Boden gelegen. Es war ja damals auch schon so, dass die Anleger damals schon sehr vorsichtig waren. Die KGVs, die waren damals schon teils in einem niedrigen, einstelligen Bereich, Dividendenrenditen teils im zweistelligen Bereich auch. Und wir haben ja fast weltweit einen Immobilienboom natürlich, aber nirgendwo war eben damals schon die Diskrepanz zwischen der Lage und den Bewertungen im Immobiliensektor so groß wie in China. Dass auf der einen Seite die Immobiliennachfrage sehr hoch war und die Bewertungen der Konzerne aber gleichzeitig derart im Keller. Aber immerhin, seit Anfang Oktober stabilisiert sich der Sektor ja zumindest wieder und letzte Woche war es sogar der stärkste Sektor in Hongkong und China. Und Sie haben von uns ja Ende September schon einen Zukunftsmärkte-Report bekommen zu diesem Sektor, wo wir eben auch zeigen wollten, es gibt im chinesischen Immobiliensektor auch Qualität und nicht nur Ramsch. Dieser Report, der ist vielleicht ein bisschen zu früh gekommen, aber trotzdem kann man sagen, dass die Aktien, die wir da vorgestellt haben, jetzt nicht unbedingt großartig im Minus liegen oder sowas. Und in dem Zusammenhang darf ich aber auch noch mal erinnern dran, dass Sie morgen von uns ja schon wieder einen Report kriegen, und zwar diesmal zum chinesischen Halbleitersektor, auch mit ein paar Einzelaktien wieder. Das ist ja einer der Sektoren jetzt, in den die chinesische Regierung jetzt massiv investiert, weil China einerseits aufsteigen will, natürlich zum Hochtechnologiestandort, und weil auf der anderen Seite die Elektronikindustrie in China massiv abhängig ist von Halbleiterimporten, wo man befürchten muss ja auch im Zuge dieser ganzen Konflikte, die wir gerade haben, dass die von diesen Importen abgeschnitten werden. Darum soll jetzt eine eigene starke Halbleiterindustrie entstehen in China. Die Reports von uns sind immer gratis. Dieser Report, wie gesagt, geht morgen raus. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, einfach jetzt noch schnell dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür, der ist hier auch nochmal unterm Beitrag. Aber was jetzt die Immobilien betrifft, warum haben wir denn schon seit Jahren diese starke Zurückhaltung bei den Anlegern? Weil die Anleger eben auch schon seit Jahren befürchten da, dass es
anders als in anderen Ländern, dass das eben eine Blase ist und dass die Partei diesen Markt abwürgen konnte. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht und zwar schon im Januar 2019. Und so war es dann ja auch. Wir haben die Krise da jetzt nicht, weil es keine Nachfrage mehr geben würde nach Immobilien in China. Die Nachfrage ist immer noch hoch. Die Chinesen sind jetzt zwar auch ein bisschen verunsichert wegen der Probleme, die der ganze Sektor hat, aber grundsätzlich sind die nach wie vor besessen von Wohneigentum. Wir haben die Krise aber nicht deswegen also, sondern wir haben sie darum, weil die Regierung jetzt vorgegangen ist gegen diese Spekulation und gegen die immer stärker steigenden Preise. Vor allem dadurch, dass sie jetzt eben auch oder vor einiger Zeit schon die Möglichkeiten eingeschränkt hat für die Immobilienentwickler, dass die sich immer mehr Geld leihen für neue Projekte. Und das war irgendwie ja auch richtig. Also es hat da Exzesse gegeben, siehe China Evergrande. Im Moment ist es aber natürlich fatal, weil der ganze Sektor genau jetzt, wo er dringend Geld bräuchte, nur noch schwer rankommt an neues Geld. Und wenn sich das nicht ändert, dann ist es relativ sicher, dass dieser Markt jetzt auch schrumpfen wird bis weit hinein ins nächste Jahr oder aber vielleicht auch länger. Und das ist jetzt aber auch für die chinesische Regierung sehr zwiespältig, weil sie wollten natürlich mehr Finanzdisziplin in dem Sektor eigentlich. Sie wollen jetzt aber natürlich sehr wahrscheinlich nicht, dass jetzt ein Bauträger nach dem anderen zusammenbricht. Und ein Problem ist aber natürlich auch, dass eben dass das chinesische Wachstum stark abhängt von diesem Sektor. Und jetzt haben wir eben den Salat. Das Wachstum in China geht jetzt schon stark zurück. Im ersten Quartal war es noch bei über 18%, war natürlich ein Basiseffekt auch, also Erholung von dem Corona-Schock im Vorjahr. Im zweiten Quartal war es aber auch noch bei 7,9%. Nur im dritten Quartal war es dann nur noch bei 4,9%. Das ist für chinesische Verhältnisse sehr wenig. Und China hat zwar immer gesagt und sagt immer noch, mit dieser Abhängigkeit des Wachstums vom Immobiliensektor, das muss jetzt mal ein Ende haben. Aber jetzt kommt es eben doch zum Spruch. Und ich kann mir gut vorstellen, weil man jetzt eben auch kein Desaster haben will in dem Sektor, dass man jetzt doch die Regularien wieder ein bisschen lockert, zumindest ein bisschen, dass man den Sektor eben aus diesem Tal auch wieder rausschiebt. Und diese Tendenz gibt es zum Beispiel bei den Vergabekriterien für Hypotheken für die Erstkäufer. Das sind ja auch die, die man schützen will, die, die sich eine Wohnung kaufen wollen und jetzt nicht fünf oder sechs. Uns hat außerdem am 9. November ein Treffen gegeben zwischen den chinesischen Behörden, die zuständig sind und die Aufsicht haben über die Kreditaufnahme von privaten Unternehmen und von ein paar Immobilienvertretern auch. Und auch dieses Treffen ist ein positives Signal. Und das sehe auch nicht nur ich so im Übrigen, sondern es gibt auch Großbanken und Großinvestoren, so wie Goldman Sachs, Oaktree und Barclays. Auch die sagen jetzt alle schon wieder, dass die Regierung diesen Markt nicht komplett einbrechen lassen wird und dass das Ganze mit Blick auf die Aktien und auch auf die Hochzinsanleihen von den chinesischen Immobilienkonzernen jetzt wieder eine Chance sein dürfte. Und die DBS, das ist eine Großbank aus Singapur, die sagt sogar, es ist momentan nicht ausgeschlossen, dass der Markt irgendwann nächstes Jahr sogar wieder unterversorgt sein wird mit Immobilien und dass die Preise dann wieder anziehen. Aber alle von diesen Analysten, die sagen auch, dass das die Branche erstmal jetzt leiden wird, dass es auch eine Konsolidierung geben wird und dass man sich darum eben auch konzentrieren sollte auf die Aktien von guten und soliden Unternehmen in dem Sektor, die jetzt eben zu Unrecht mit nach unten gezogen worden sind. Wie gesagt, ein paar Aktien haben wir ja schon vorgestellt in diesem Report im September. Und wenn Sie Leser sind von den Reports, dann kommen Sie da ganz einfach auch ran über das Archiv. Und ich zeige jetzt noch ein paar in der gebotenen Kürze. Die erste China Resources Land, der Zwei-Jahres-Chart hier in Hongkong-Dollar, die WKNs, die stelle ich dann auch nochmal unter dem Beitrag. Zu dem Unternehmen gibt es gar nicht so viel zu sagen. Das Entscheidende ist, im Gegensatz zu den meisten anderen Immobilienkonzernen in China ist China Resources Land mehrheitlich staatlich. Punkt.
Und das ist ein Riesenvorteil in der Krise und wird jetzt erst recht so sein, gerade auch zum Beispiel bei den nächsten Landaktionen, weil da geht es ja auch um Liquidität und um gute Kontakte. Und am Aktienkurs, da sehen Sie ja auch schon und an der Kursentwicklung, dass diese Krise jetzt gar nicht besonders gejuckt hat. Und KGV, das liegt da ungefähr bei 7, prognostizierte Dividendenrendite, die ist etwas über 4%. Und dann hier der nächste, Power Long Real Estate, mittelgroßer Anbieter, die hat es dann schon deutlich stärker erwischt, haben sich vom Hoch im April fast halbiert. Und dabei hat die Aktie ja eigentlich am Anfang vom Jahr noch angesetzt zu einer richtigen Rallye, weil sich da abgezeichnet hat, dass Power Long seinen Absatz deutlich steigern wird dieses Jahr. Und so war es dann auch. Wir haben ein Umsatzwachstum gehabt in den ersten 3 Quartalen wieder von 42,8%. Und Power Long ist solide finanziert auch. Und sie werden jetzt aber gehandelt mit einem KGV von 3, mit einem Abschlag auf den Buchwert von fast 60% und mit einer Dividendenrendite von über 10%. Das sind natürlich alles Analystenschätzungen, kann sich auch relativieren noch in den nächsten Monaten, dadurch, dass wir jetzt ja natürlich in einer Krise sind. Aber es zeigt trotzdem, diese Aktie ist relativ günstig und ist meiner Meinung nach für spekulative Anleger zumindest auch eine Chance. Und dann noch so eine Sache, das ist eigentlich ein ganzer Sektor. Die Facility Management Unternehmen in China, also keine Baukonzerne, sondern die, die sich dann um die Wohnanlagen kümmern, wenn die dann mal fertig sind. Ich nenne die immer die Hausmeisteraktien. Und da gibt es inzwischen auch schon ein gutes Dutzend davon. Die sind ausgegliedert worden in den letzten Jahren von den Baukonzernen, damit sie damit auch ein bisschen Geld einsammeln können. Und die waren von Anfang an eigentlich heiß begehrt und auch sehr, sehr teuer leider, weil die aber natürlich auch ein sehr verlässliches Geschäft haben. Und jetzt in der Krise sind aber auch die unter Druck gekommen. Hier haben wir Shimao Services zum Beispiel. Da habe ich jetzt den Chart, leider 9 Euro seit Anfang Oktober, sind auch noch nicht so lange an der Börse, haben sich jetzt aber auch stark verbilligt. KGV ist jetzt ungefähr bei 17 und das ist da endlich auch mal wieder fair von der Bewertung her. Allerdings, wir haben da noch keine richtige Bodenbildung. Und insgesamt würde ich sagen, ja, der Immobiliensektor in China, der bietet Chancen. Wie gesagt, wenn man sich konzentriert auf gute, solide Unternehmen. Man darf aber nicht vergessen, die Krise ist immer noch eine Krise. Die Anleger sind immer noch ängstlich und es werden garantiert auch noch einige schlechte Nachrichten kommen. Das heißt, wenn man sich dem Sektor nähern will als Anleger, dann macht man das am besten in kleinen Schritten. Und ich würde außerdem sagen, dass man das sehen sollte, natürlich als spekulatives Investment, auch als taktisches Investment, auf Sicht von 2 bis 3 Jahren vielleicht maximal. Das sind keine Aktien für die Ewigkeit, weil mittel- bis langfristig ist der chinesische Immobiliensektor wahrscheinlich nicht mehr so besonders interessant. Die Preise sind ja jetzt schon sehr hoch. Die Migration auch vom Land in die Städte, diese Massenabwanderung, die ebbt langsam ab und die Bevölkerung altert ja auch. Und wir haben jetzt schon einen Leerstand von Dutzenden Millionen Wohnungen in China, teilweise weil die Lagen unattraktiv sind, wo die gebaut wurden, aber auch teilweise, weil sie nur noch genutzt werden als Spekulationsobjekte zum Teil. Und dementsprechend kann auch dieser Bauboom in China nicht ewig so weitergehen. Und die ganz großartigen Zeiten der chinesischen Immobilienbranche, die sind sehr wahrscheinlich jetzt doch auch schon vorbei. Also behalten Sie das bitte auch im Hinterkopf. Eine ganz andere Sache noch. Im letzten Video, da habe ich einen kleinen Schwiegermutter-Scherz gemacht. Lässt mich jetzt leider nicht mehr ruhig schlafen seitdem. Auch weil es hier ja auch mitfühlende Zuschauerkommentare gegeben hat, so in die Richtung, oje, wir scheinen ähnliche Schwiegermütter zu haben. Und ein Zuschauer, der hat ja sogar die Anschaffung einer Jagdarmbrust empfohlen. Und darum will ich jetzt doch
ausdrücklich hier mal betonen. Ich persönlich habe das große Glück, dass meine Schwiegermutter in Wahrheit keineswegs unangenehm ist, sondern ganz im Gegenteil, eine sehr geistreiche, angenehme, herzliche, sympathische Frau, die man gern um sich hat und die außerdem hervorragend kocht. Und ich sehe jetzt mal ab von Namensnennungen, aber trotzdem sage ich jetzt und hier mal ganz offiziell und öffentlich vor all meinen Zuschauern: Liebe Schwiegermutter, wir würden uns selbstverständlich auch dieses Jahr sehr freuen, dich an den Weihnachtstagen begrüßen zu dürfen. Sie kommt sowieso nicht, aber jetzt habe ich wirklich alles versucht. Kann natürlich auch sein, dass sie das hier gar nicht mitbekommt, wahrscheinlich weil sie auch meinen Kanal nicht abonniert hat. Und darum jetzt auch mein üblicher Aufruf, auch an alle anderen Zuschauer natürlich. Es ist ein großer, großer Vorteil für beide Seiten, für mich und auch für Sie, wenn Sie den Kanal hier abonnieren. Dabei dann immer auch die Glocke drücken, dann kriegen Sie jedes neue Video von mir auch angezeigt und verpassen Sie dann da auch nichts mehr, kein Video. Demnächst auch wieder Videos mit meinen traditionellen Last-Minute-Weihnachtsgeschenketipps. Und denken Sie außerdem jetzt noch an den Gratis-Zukunftsmärkte-Report. Wie gesagt, geht morgen raus, der Report zum chinesischen Chip-Sektor. Hochwertig, ideal auch zum Weiterverschenken, vielleicht ja auch an die Schwiegermutter. www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen und herzlichen Dank fürs Zuschauen.